Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr hier gerade seht, spielen wir gerade Stumble Guys und ich bin nicht der Allerbeste, also seid nicht so böse mit mir. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal eine Runde spielen und ja, ich werde 3 Runden spielen und guck mal, wie gut ich bin. Let's go, Leute. So, Verbindung wird hergestellt, Leute. Falls ihr übrigens wollt, dass ich noch ein paar Stumble Guys Videos mache, lasst natürlich ein Like da und ein Abo. Das würde mich riesig unterstützen. Ist für euch nur ein Klick und wird mich unterstützen. Die erste Runde ist Eisheiz. Einer meiner Lieblings, obwohl es ist so Platz 6 bei meiner Lieblings. Weil eigentlich mag ich die so ein bisschen. Weil man halt rutscht. Ja, egal. Okay, das habe ich, Leute. Das habe ich. Hier lang. No way, Leute. Egal, schaffe ich. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird übelst knapp. Oh no, Leute. Obwohl, nee, es wird doch nicht knapp. Uah! Easy win, Leute. Nein, okay. Gewonnen, Leute. Runde vorbei. So, ich bin qualifiziert. Boah, wenn ich das gewinne, das wäre so krank. Das wäre so cool. Die nächste Map ist... Bombardment. Ich mag es nicht. Egal. Leute, wir schaffen es. Eigentlich ist der Trick bei der ganzen Sache, eigentlich nur auf so einem Ding zu bleiben. Was man... Eigentlich muss ich nur hier... Dem bleiben, Leute. Ich hoffe, hier hat keiner einen Punch-Emote, weil das wäre schlecht. Die Bomben können einen aber auch wegstoßen, ne? Also so. Habt ihr das gesehen? Der Typ hat den einfach mit diesem Herz-Emote. Aber dann passierte das hier. Ich bin da so lang geslidet mit diesem Hechtsprung. Meine Güte, Leute. Egal. Finale. Was ist als Finale? Ich würde Laser Tracer feiern. Honey. Aber Bot Bash nicht. Nee, ich mag nicht Bot Bash. Da verliert man immer. Also ich habe einmal ein Finale da gewonnen. Und das war vor 4 Monaten. Ja. 4 Monaten war das doch gar nicht. Keine Ahnung, wann es war. Vor einer Woche oder so. Weil vor 4 Monaten war das Update ja noch gar nicht raus. Uah. Oh mein Gott, Leute. Oh, der hat den Eis... So macht man's nicht. Leute, egal. Es war die erste... Es war die erste Runde. Also würde ich sagen, wir gehen direkt in die zweite Runde. Let's go. Aha, wird geladen. Perfekt. Okay. Die nächste Map wird... Ich würde Canden Climb überhaupt nicht feiern. Spin Ground. Ist okay, sagen wir mal so, okay? Es ist nicht die beste, aber es ist jetzt auch nicht die schlechteste Map. Eigentlich gewinne ich hier meist, also beziehungsweise qualifiziere ich mich hier meistens. Oh Gott. Okay, Leute. Hier durch und dann natürlich durch die Mitte. Die beste Abkürzung, die man kennt. Nee. Die beste Abkürzung, da gibt es nur eine. Und zwar... Nächste Runde. Halbfinale. Okay. Also was würde ich feiern? Super Slide kommt ja jetzt wahrscheinlich auch als Halb... Ist machbar, sagen wir mal so. Ne? Ich mag es nicht als Finale. Als Halbfinale, okay. Als... Wieso gehe ich überhaupt durch die Mitte? Die Mitte macht gar keinen Sinn. Die Mitte ist sogar am schlechtesten. Da ist ja sogar die Seite besser. Jetzt mal ohne Witz. Oh mein Gott, bin ich schlecht hier. Aber ich schaff's, Leute. Ich schaff's. Schaff ich's? Ja, ich schaff's. Easy. Nice. Ich will hier nicht runterfallen. Nein! Ey, wenn ich jetzt nicht qualifiziert werde, ne? Dann raste ich vielleicht aus. Und Leute, ich werde nicht qualifiziert.
Nein, das war die zweite Runde. Aber jetzt, Leute, kommt ja die letzte Runde. Und die wird am besten. Let's go! Jetzt muss nur noch der Bildschirm kommen, um zu wird's gelegt. Ja, perfekt. Okay, Leute. Was würde ich feiern? Can and Climb nicht. Das wäre das, was ich am wenigsten feiern würde. Private Bush. Habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Cam and Klein. Ja, Cam and Klein mag ich halt einfach nicht. Hier hoch. Boah, Leute, habt ihr gesehen, wie viele Leute den Kick-Emote haben? Ich will auf jeden Fall nicht zu Lavaland, ne? Als Finale. Weil ich komme ja eh ins Finale. Nee, werde ich nicht kommen. Nein! Ich qualifiziere mich ja nicht mal fürs Viertelfinale. Fürs Halbfinale. Immer am Rand gehen, Leute. Dann wird man nämlich nicht getroffen. Dieser kleine Blö... Der wollte mich wegpunchen. Nee, nee, nee. So nicht, kleiner Mann. Captain Goldhead oder wie der heißt. Okay, qualifiziert. Oh, ich will aber auf jeden Fall nicht als Halbfinale irgendwie so Laser Tracer. Also, ich mag's ja. Aber da wird man direkt von diesen Leuten weggepuncht, weil die haben ja alle einen Punch-Emote oder einen Kick-Emote. Egal, Leute. Oder als Finale Lavaland? Nee. Ich sage nein zu Lavaland. Okay. Nächste Round. Das würde ich jetzt feiern. Super Slide. Gibt sie auch als Finale, oder? Ich glaube schon, ne? Super Slide. Und für Jungle Roll. Hm? Ich mag Jungle Roll. Habe ich schon oft ein Finale gewonnen bei Jungle Roll. Wie viel? Ich habe, ich weiß, es ist nicht so viel, aber ich habe 28 Trophäen. Kronen, meine ich. Obwohl eigentlich, also für mich ist es viel. Also ich finde es viel. Jetzt, also, ne? Weil viele aus meiner Klasse haben das Spiel auch und dann wollte ich es einfach ausprobieren. Die haben so 14 bis 16 Kronen. Und deswegen... Aber es gibt einen aus meiner Klasse, der hat einfach 60 Kronen, Leute. Das ist krank. Und jetzt da lang. Ich glaube, ich werde nicht mal qualifiziert, Leute. Leute, ich werde nicht qualifiziert. Jetzt mal no joke. Ich werde nicht qualifiziert. Doch, ich werde... Oh! Boah, nein, der Pirat ist drin, Leute, oder? Und die zwei Blitz-Ninja auch, weil die hatten alle diese Box- und Punch-Emotes. Ist doch das Gleiche. Box- und Grätsch-Emote. Oh, nee. Bitte, bitte jetzt nicht Lavaland. Paint Splash. Habe ich auch schon mal gewonnen. Also, ich könnte schon... Das Licht war gerade ein bisschen... Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine gute Runde... Das wird eine gute Runde, Leute. Ich werde gewinnen. 100 Pro. Ich habe doch gesagt, ich werde gewinnen. Ich werde sowas von gewinnen, Leute. Ich sag's euch. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich sage ja zu gewinnen. Aber dann passierte das hier. Leute! Nein! Er hat mich einfach weggegrätscht. Oh, dieser Geist hat mich einfach weggegrätscht. Oh Mann. Aber ich sag mal so, ich habe gewonnen. Weil eigentlich hätte ich eh gewonnen. Hätte er mich nicht weggegrätscht, hätte ich gewonnen. Naja, Leute. Aber trotzdem war es drei gute Runde. Okay, die zweite war vielleicht nicht so gut. Nein, auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lasst natürlich ein Like da für den zweiten Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.